Der Startzug der Deutschen Bundesbahn. Und zwar fahren wir heute den N8073 mit der schönen Baureihe 218 hier auf der neu erschienenen Horloff-Talbahn in der Version 1.0. Die Horloff-Talbahn ist auch bekannt als Kursbuchstrecke 632 und wir öffnen zuerst einmal die Türen hier am Bahnsteig, lassen die Fahrgäste einsteigen. Hinten dran haben wir ein paar kleine Triebwagen als Baureihe 798 und 998. So, da hinten kommen schon drei andere Triebwagen eingefahren in den Bahnhof. Und wie unschwer zu erkennen ist, befinden wir uns ja in einem Zeitalter, als die Deutsche Bundesbahn noch die Vorherrschaft auf westdeutschen Schienen hatte. Ja, wir haben hier die wunderschönen Formsignale verstreut, wahrscheinlich über die komplette Strecke. Und auch meine Blicke haben sich bis jetzt erst auf diesen Bahnhof hier beschränkt. Ich weiß also noch nicht, was uns auf der Strecke begegnen wird. Und wir werden heute mehr oder weniger die Strecke zum ersten Mal erkunden. Hier kommt schon der Gegenzug. Wir befinden uns hier im Bahnhof von Hungen. Und ja, ein paar Silberlinge sind hinten dran. 218-495-0. Wunderbar, mit erster Klasse Abteil sogar. Ja, und wenn der Zug vollständig eingefahren ist, dann kümmern wir uns auch um unsere Lokomotive, mit der wir dann mehr oder weniger aufbrechen sollen. Der Einstieg hier ist bereits beendet. Gut. So, die Triebwagen hier fahren auch schon ab. Hier drüben gibt es gerade noch ein paar Fehlerchen. Da stehen die Personen in den Bäumen drin, in den Büschen. Das sollte natürlich vermieden werden. So, wir verlegen den Fahrtrichtungssender in die Stellung V. Und dann schalten wir uns gleich noch die PZB hinzu. Sicher wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Na, das muss ich wieder rausfinden. Die Rail Traction 218 hat immer so ein bisschen Probleme gemacht bei mir, wenn es um das Einschalten der PZB geht. Da wollte die immer nicht so recht. Ich möchte nicht die SIFA. So, PZB ist jetzt eingeschaltet. Obere Zugart geht auch voll klar. Endlich haben wir es geschafft. So. Und dann dürfen wir auch wieder abfahren. Los geht es. Ja, wir fahren mit Höchstgeschwindigkeit 40 km/h erstmal aus dem Bahnhof aus. Dann geht's raus auf die Horloff-Talbahn. Hier drüben hat gerade wahrscheinlich der Jan Bauer mit seinem Traktor ein bisschen Kies abgekippt. Soll wahrscheinlich verladen werden. Okay, wir dürfen ausfahren mit 40 km/h. Ein bisschen können wir noch beschleunigen. Und dann halten wir als nächstes in Inheiden am Haltepunkt in 2 Kilometern. So, PZB frei betätigt. Sehr schöner Bahnübergang. Die neue Strecke ist übrigens von Steuerwagenschmiede. Genauso wie die modifizierte Lokomotive sowie die modifizierten Triebwagen. Oh, richtig cool gemacht. Hier unten auch die Schienen leicht verwittert. Wie das eben auch in echt ist. Gerade auf Nebenbahnen, da kommt das ja öfters mal vor, dass da die Schienen nicht in einem, in einem einwandfreien Zustand sind.
Zwei Züge. Okay. Ja, wo kommt denn der andere Zug her? Wahrscheinlich in Gegenrichtung. So, hier teilt sich jetzt die Strecke. Die eine führt nach links weg und die andere führt weiter geradeaus. Hier kam noch ein Bahnübergang, aber irgendwie sind hier keine Pfeiftafeln aufgestellt. Och, schön. Und hinten dran nochmal die Triebwagen. So, und da vorne kommt auch direkt der Bahnhof. Wir müssen sowieso runterbremsen. Wir sind eh ein bisschen zu schnell. So, hier sehen wir nochmal eine Streckenübersicht. Wir haben hier quasi so eine Möglichkeit, eine Art Rundfahrt zu veranstalten. Wir haben uns gleich, wenn wir stehen, nochmal genauer anschauen. Da drüben eine kleine Ortschaft. Huch, da hat jemand seine Gartenmöbel draußen stehen lassen. Sitzgelegenheiten und einen Tisch. Hier wird fleißig weitergebaut. Von unserem 2D-Männchen. Die Autos halten dort vorne auch zum Glück schon an. So werden wir wahrscheinlich nicht das Problem haben, dass die uns gleich hier über die Schienen fahren. Ah, auch mit, mit Schranken und Ampelanlage. Boah, sogar doppelt abgesichert. Auch echt schön, oder? Bahnhof in Heiden. Ja, jetzt müssen wir hier genau drauf achten, wie lang der Bahnsteig ist. Der ist so verwuchert und verwachsen. Als ob man den hier bepflanzt hätte mit Gras und Unkraut. Okay, das sollte hier das Bahnsteigende sein. Zug steht auch vollständig im Bahnhof drin. Jetzt können wir uns gleich nochmal anschauen, wie hier wirklich die Türen aufgehen bei den Triebwagen. Ach, die gehen gar nicht auf. Na gut, schade. Aber wir stehen am Haltepunkt und darauf kommt's an. Hier nochmal das BÜ-Signal. Wenn das blinkt, ist der Bahnübergang zu. Dann haben wir hier einen schönen Transporter. Ja gut, hier ist die Straße ein bisschen unterhöhlt. Also ein paar kleine Sachen gibt es eben noch, die man beheben muss. Wie gesagt, es ist eine Beta-Version. Und auch hier keine Schrankenanlagen beim Fußgängerüberweg. Das fehlt tatsächlich noch. Drüben Avia-Tankstelle. Ich glaube Avis heißen die in echt. Na gut, spielt ja auch keine Rolle hier im Simulator, soll es ja einfach nur schön aussehen. Und deswegen hocken wir uns direkt wieder in die 218er rein und fahren ab. Leistung aufschalten, können wir hier oben mal schauen, wie gleich auch die Dieselabgase rausgedrückt werden aus dem Schornstein. Da kommen sie. Unser Auspuff. So, einmal pfeifen. Und dann geht es hier vorne wahrscheinlich gleich über den nächsten Bahnübergang. Streckenkilometer 209. Wir beschleunigen auf 60. Und dann ist in Obbornhofen, Bellersheim, der nächste Halt.
Schönes Flachland hier. Aber auch hier ist alles sehr verwachsen. So, hier in der Lokomotive müssen wir doch auch irgendwo ein Licht haben. Oder entfällt das bei der 218er hier? Handbremse haben wir da. Aber wo ist das Licht? Wo ist das Licht? Fehlt scheinbar. Weder mit der Taste I kann ich die Instrumentenbeleuchtung einschalten, noch mit der Taste L das Führerstandslicht. Aber hier fehlt auch eine Tischleuchte. Und auch hier oben sind keine Lampen angebracht. Bisschen sehr einfach gehalten hier auf der 218er. Also das Einzige, was hier leuchtet, sind Ebola und PZB-Leuchtmelder. So wie hier unten die Anzeige für die Motorumdrehung. Ja gut, und hier vorne der Getriebestörung-Leuchtmelder. Wie lange der auch leuchtet, naja, nicht so gut. Unser Bahnhof kommt, das BÜ-Signal leuchtet auch einwandfrei. Und nochmal hupen. So, Oppornhofen Bellersheim. Haltepunkt. Genau, dort vorne kann man den Haltepunkt auch schon sehen. Die Haltepunkttafel ist ziemlich verwachsen. Auch hier wieder Gestrüpp und Blumen davor. Hauptsächlich aber Unkraut. Wobei das vielen Laien sowieso schwerfällt zwischen Blumen und Ungeziefer beziehungsweise nee, Ungeziefer zwischen Unkraut zu unterscheiden. Das sollte man in Muttis Garten nicht so leichtfertig sagen. Und gerade wenn sie sagt, mach mal bitte da hinten das Unkraut weg, nicht einfach drauf loszupfen. Lieber nochmal nachfragen, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Ansonsten wird Mutti da vielleicht böse. Oder auch Fadi, je nachdem, wer halt den Garten betreibt. Okay. Türchen auf. Doch keiner möchte einsteigen. Und auch niemand möchte hier aussteigen. Ist aber auch kein Wunder, also hier in der Pampa, wer will denn da schon irgendwo hin? Weit und breit keine Siedlung. Rechts und links Äcker und Felder. Naja, vielleicht zum Taxi, was hier vorne stehen könnte. Das wäre eine Möglichkeit, aber ansonsten sieht's dann doch hier eher, naja, ich sag mal leer aus. Gut, weiter soll es gehen. Und deswegen setzen wir uns in Bewegung. Der Dieseltriebwagen schiebt hinten auch nochmal mit. Und die Beiwagen rollen. Alles klar. Oh, wie hoch hier die Büsche schon sind. Dann links hier Telegrafenleitung wahrscheinlich wieder. Oder einfach Telefonleitung. Kommt drauf an, wie weit wir jetzt hier in die Vergangenheit zurückgereist sind. Das ganze Gehupe ist schon ein bisschen anstrengend.
Gut, wo muss man dann als nächstes anhalten? In Berstadt-Wohnbach. Naja, da wird man uns bestimmt einen Bären aufbinden. Da will sicherlich wieder keiner aussteigen. Und auch keiner einsteigen. Da hinten schon, ich glaube, das sind Siloanlagen, die ich da am Horizont erblicken kann. Daneben wahrscheinlich, ja, irgendwas, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Vielleicht auch eine Molkerei oder ähnliches. Wer weiß, wer weiß. Oh, drei Pfeiftafeln hintereinander. Und hier vorne kommt bestimmt gleich die nächste. Genau, die nächste. Oh mein Gott, die armen Lokführer, die hier tagtäglich umherfahren müssen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ob das BÜ-Signal leuchtete. Ja, in echt hätten wir jetzt natürlich runterbremsen müssen, wenn wir es nicht gesehen hätten. Aber wenn wir es in echt nicht gesehen hätten, dann hätten wir auch gar nicht mitbekommen, dass es da war. Wir hätten runterbremsen müssen. So, am Bahnsteig wird angehalten. Ausstieg hier in Fahrtrichtung links. Dann haben wir hier auch eine Haltepunkttafel, aber an die halten wir uns nicht. Sonst steht unser kompletter Zug außerhalb des Bahnhofs und auch teilweise noch auf dem Bahnübergang. So, jetzt können wir schon mal langsam ans Bremsen denken und ruhig zum Stehen kommen. Genau, in Berstadt-Wohnbach. Fernsprecher direkt am Bahnhof. So, Rudolf Bach. Ja, das Haus ist sicherlich aus dem Köblitzer Bergland. Das wird nämlich auch benötigt für die Strecke. Und den Bahnhof dort, den kennen wir ja schon. Ja, und wenn das weiße Licht hier oben leuchtet oder blinkt, dann heißt das für uns, dass der Bahnhof hier hinten, der Bahnübergang, gesichert ist und wir müssen nicht anhalten. Sollte das Signal aber so sein und das hier oben nicht blinken, dann kann man sich das eigentlich relativ gut merken. Dann haben wir hier unten dieses gelbe, ja, dieses gelbe rückstrahlende Zeichen. Gilt quasi wie Halt erwarten und das müssen wir dann auch. Wenn das eben nicht leuchtet, dann müssen wir hier vor dem Bahnübergang anhalten und diesen, ja, manuell sichern. So, für uns geht's weiter. In Richtung... Ach so. Irgendwie hat der Train Simulator wieder den Halt nicht erkannt. Dann müssen wir eben nochmal neu die Türen öffnen. So, jetzt hier nicht verwirren lassen. Das Licht schaltet dann wieder um, wenn wir uns in die andere Richtung bewegen. Da ist jetzt nur ein klitzekleiner Fehler eingetreten. Und wieso die Personen hier durch den Zug hindurchlaufen, das frage ich mich auch noch. Na gut. Die haben irgendwelche Kräfte, die ihnen das ermöglichen. Ich besitze diese Kräfte leider nicht. So, es geht weiter. Ich schalte das Licht nicht um. Und nein, okay, ich muss manuell umschalten. So. Ein wunderschöner Wagenpark hinten dran. Personenwagen und ein paar kleine Triebwagen. So, dort vorne habe ich, glaube ich, den ersten LKW gesehen auf dieser Strecke.
Man könnte meinen, es folgt einer Autobahn. Das sieht sogar ganz danach aus. Oder eine Schnellstraße. Irgendwas Größeres. Ja, das ist bestimmt eine Autobahn. Und dann geht es für uns einmal unter der Autobahn hindurch. Cool, steht am Laster dran. Sicherlich ein Kühltransport. Hui, jetzt wird's dunkel. Und auf der anderen Seite wieder raus. Na gut, die freigestellten Kameras, die sind jetzt noch nicht so wirklich perfekt platziert, muss man einfach dazu sagen. Die kann man auf jeden Fall noch ein bisschen optimieren. Die, finde ich, sind bei der Strecke Konstanz-Villingen sehr gut platziert. Da gibt es ja unter anderem Kameras, die im Gleis direkt platziert wurden. Da hat man dann so eine Ansicht, als würde der Zug direkt auf einen zufahren und dann über einen hinweg. Na, das sieht auch hier bestimmt ganz nett aus, wenn wir uns hier mal an den Bahnübergang stellen. Sieht sogar sehr schön aus. Rechts und links ist Andreaskreuz. Oben drüber die Warnblinkanlage. Ja, die Autos, die dürfen hier sogar 80 fahren. Jetzt ist nur noch die Frage, wann kommt unser Zug? Ja, gut, alles klar. Der hat an Geschwindigkeit verloren, weil es den Berg aufgeht. Ja, haben wir wirklich Glück, dass wir nicht länger warten mussten. Ansonsten wäre wahrscheinlich der Zug schon rückwärts gerollt und wir hätten es gar nicht bemerkt. Ja, es ist eine sehr, sehr lange Steigung. Okay. Nächster Halt, Wölfersheim, Gleis 2. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz nachschauen. Das ist unser vorletzter Bahnhof wahrscheinlich. Es sei denn, wir fahren noch bis Dornheim durch, aber wir fahren bis... Nee, wir fahren nur bis Beinheim. Bis Beinheim geht's für uns. Hätten wir es dann eigentlich auch schon wieder gleich geschafft, ne? Nun gut. Ja, mittlerweile habe ich auch für den Kanal eine Mitgliedsfunktion. Wer sich dafür interessiert, kann sehr gerne unten in der Videobeschreibung nachschauen. Dort findet ihr einen Link zu YouTube Gaming. Und wenn ihr den Kanal monatlich unterstützen wollt, dann könnt ihr das dort gerne tun. Da freue ich mich sehr darüber, weil dann haben wir einfach den Vorteil hier, ich weiß, dass ich bestimmte Add-ons, ich sag mal, sicher finanzieren kann. In anderen Worten, ihr würdet halt den Kanal monatlich unterstützen und da wüsste ich dann, okay, da kann ich direkt drauf zählen, kann ich mit einkalkulieren. Und auch was neue Hardware und Software angeht, ist das natürlich wirklich von Vorteil für mich. Es lässt sich einfach so einfacher planen. Und vor allem ist auch eine große Stütze und auch eine Entlohnung für meinen geleisteten Aufwand oder die geleistete Arbeit. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber. Den Train Simulator selbst gibt es auch wieder unten als Affiliate-Link in der Videobeschreibung. Und die Strecke bekommt ihr auf Railsim, also im Railsim-Forum. Dort müsst ihr einfach nur in den Download-Bereich gehen und dort solltet ihr mitunter den neuesten Strecken auftauchen. Aber wie gesagt, für den, ich glaube, Heimgebrauch ist die Beta noch nicht unbedingt das Richtige. Da würde ich eher noch empfehlen, darauf zu warten, bis dann wirklich die finale Version rauskommt. Ihr seht es ja selbst, also es gibt das eine oder andere noch zu korrigieren. Aber im Großen und Ganzen ist die Strecke halt doch schon, ja, ich sag mal, so final, dass man sie eben veröffentlichen kann.
So, das war jetzt der zweigleisige Bahnhof. Es wundert mich, dass wir jetzt hier nicht mit einem Gegenzug rechnen müssen. Ach, okay, alles klar. Der steht schon drin. Ja, und wenn euch das Video natürlich gefällt, dann liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Da freue ich mich am meisten drüber. So, Bremsen sind gelöst, alles wunderbar. Kommen wir hier in den Bahnhof ein. Einmal beim Kollegen abklatschen. Der ist mit seiner 212er hier. Und auch hinten dran ein Dieseltriebwagen. Schön, das kreischt. Echt klasse gemacht, oder? So. Die Passagiere dürfen ein- und aussteigen. Auch hier, ja, die laufen im Bahnsteig drin. Und die 212er möchten wir uns noch angucken. 212, 234-2. Ja, er ähnelt natürlich sehr der 294. Feuerlöscher gibt es auch, okay. Ich glaube auch, die Lokomotive ist aktuell nur KI-Rollmaterial. Ich weiß nicht, ob da der Führer schon ausmodelliert ist. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus hier drin. Könnte, ja, könnte durchaus auch mit einem richtigen Führer schon ausgestattet sein. Wer das zufällig weiß oder die Lokomotive selbst schon mal im Scheinsimulator gefahren ist, der kann es gerne hineinschreiben. Hier drin sieht es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut aus und sehr detailliert. Also ich glaube, wenn da kein Führerstand mit eingebaut ist, dann wäre das echt schade. Die sieht nämlich richtig, richtig gut aus. Na gut, aus dem Staunen müssen wir auch mal herauskommen, denn es soll ja schließlich weitergehen. Da gibt es noch genug, was es zu bestaunen gibt. Und da würde ich mal sagen, lösen wir direkt wieder die Bremse. Zack. Und ab die Post. Nächster Halt, Mellbach. Okay, Mellbach halten wir jetzt noch. Und dann, ja, Beinheim. Ja, es war heute wirklich mal Bundesbahnfieber hier, was wir endlich mal durchkosten konnten. Platzieren wir mal hier die Kamera über dem Gleis. Dort hinten nochmal ein Penny und eine Sparkasse. Na, hier gibt es halt doch noch relativ viele Freiflächen. Und dort vorne ist dann bereits die nächste Ortschaft. So, es geht den Berg wieder hoch. Brauchen wir gar nicht abbremsen. Das übernimmt die Steigung für uns. Müssen wir gleich wieder Leistung dazu schalten. Schön eine Stufe nach der anderen aufschalten. Nicht, dass die 218er gleich wieder rummeckert mit Getriebestörungen. Dann geht es durch die Brücke. 3,5 Meter. Naja, das ist eigentlich eine Straßenbrücke. Sieht man ganz gut daran, dass man hier dieses Straßenschild verbaut hat. Theoretisch würde wahrscheinlich oben drüber, ja, das Gleis gehen. Hier oben ist auch Schotter, rechts und links. Aber man hat das Ganze klug gemacht, hat es einfach, ja, für die Schiene genutzt. Einfach umgekehrt. So, einmal hupen und dann auf jeden Fall runterbremsen. Denn wir haben wieder die Geschwindigkeit überschritten. Ach, wie mir die AFB fehlt. Naja. Das ist halt noch richtiges Fahren, ne? Ohne computergestützte Systeme. Und dann hier vorne gleich nächster Haltepunkt wahrscheinlich. Genau. Mellbach. Ui, hier müssen wir schon ganz schön rapide runterbremsen. Gar nicht in den Bahnsteig.
Bereich, oder? Naja, gerade so, gerade so. Türen öffnen. Ah ne, der erste Wagen, der steht. Ja, der steht schon über den Bahnsteig hinaus. Es hat nicht gereicht mit der Tür. Naja, dann müssen die Fahrgäste eben über Stock und Stein hüpfen. Aber das ist manchmal so. Bahnhof Dornheim. Wieso steht denn dann hier unten Melbach? Da passt doch irgendwas nicht. Hier unten steht Melbach im Head-Up-Display und hier oben Dornheim am Schild. Oh, hier gibt es auch noch ein verwittertes Gleis. Ja, das ist schon gar nicht mehr erkenntlich, wo das lang führte. Das sieht auch so ein bisschen danach aus, als wäre die Strecke mal zweigleisig gewesen. Seht ihr, was ich meine? Also man hat hier so einen Streifen, der mehr oder weniger konstant die ganze Zeit frei ist. Hier vorne bei den Bäumen jetzt nicht so gut erkennbar, aber da sieht man es dann wieder. Vielleicht war die Strecke mal zweigleisig, aber man hat es dann ja, wieder beschränkt auf ein Gleis. Es gab ja in Deutschland zahlreiche Eisenbahnstrecken, die unter anderem als Reparaturleistung an die Siegermächte nach dem Zweiten Weltkrieg verteilt wurden oder gezahlt wurden. So eben auch auf vielen deutschen Strecken ja, ist dann mehr oder weniger die Zweigleisigkeit verloren gegangen. Man hat dann eben unter anderem Eisen, ich glaube auch in die Sowjetunion damals geschafft, ins heutige Russland. Und da ist vieles, also mal zerstört worden, was eben zum Wiederaufbau wahrscheinlich eher nützlich gewesen wäre. So, wir stehen jetzt hier nochmal am Bahnübergang und warten auf den Zug, der an uns vorbeieilen wird. Also die Bahnübergangsüberfahrten, okay, das klingt komisch, sehen auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schön aus. Gerade mit der 218 am Zuganfang. Ja, und ich glaube auch sagen zu dürfen, dass der Zugkopf hier wirklich das Schönste ist. Wobei natürlich die Triebwagen hinten dran, die sehen schon irgendwo richtig geil aus. Das müssten unten drunter die RSSLO, ach, lass mich nicht lügen, 5081 sein. Reihe 5081 sollte es sein. Ja. So, dann haben wir hier ein Vorsignal. Geltungsbereich DS müsste das sein hier in Hessen. Müsste DS sein. Genau, DV waren die Signale auf, ja, ehemals ostdeutschem Gebiet und DS müsste oder ist ehemals westdeutsches Gebiet. Also neue und alte Bundesländer. Ah, okay, es geht weiter. Auch wieder relativ spät erst angefangen mit Leuchten. Das Bahnübergangssignal. So, und dann geht's hier in das rechte Bahnhofsgleis hinein. Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen, für diese schöne Fahrt mit euch. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das hilft mir sehr weiter. Und am meisten freue ich mich natürlich über euer Abo. Wenn ihr den Kanal öfters mit euren Blicken begleitet und wir gemeinsam Spaß haben dürfen.
freue mich natürlich jedes Mal darüber, wenn die Community ein Stückchen größer wird. Und ich begrüße da wirklich jeden in der Community. Auf jeden Fall sage ich wieder mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Think New Flanew. Teilen, abonnieren und liken bitte nicht vergessen.